This is a true love. This is a true love. Maria, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi Leute, heute gibt's nur wieder ein Video. In letzter Zeit nicht so viele Videos gemacht. Das liegt auch daran, dass ich im Moment selber in einer Heilungsphase bin und mal Ruhe brauche und eh noch viel zu tun habe, weil ich dann nach Thailand gehe. Und ja, ich gehe eben nach Thailand, dann ist es mit dem Visum irgendwie noch stressig. Seit dem November 2015 ist es irgendwie alles strenger geworden und jetzt muss ich nach Frankfurt vorher fahren und zweimal, um mir da ein Visum zu holen, zu beantragen und dann wieder abholen. Und ja, und vorher muss ich eben noch einige Sachen vor Thailand, die ich einfach machen wollte, fertig machen wollte und abschließen wollte. Und ja, und die Zeit eben für sich ist, denke ich, auch sehr wichtig ab und zu mal. Und das heutige Thema ist innerer Wandel und Heilung. Was passiert im Verborgenen, weil man eben immer nur sieht, zack, der hat jetzt das nach seinem Outcoming oder nach seinem großen Erfolg, aber was vorher immer drin gesteckt hat und was am Anfang immer in der Natur auch für eine Entwicklung stattfinden muss, damit sowas erstmal wachsen kann, gesund wachsen kann, das muss man auch erstmal erkennen. Und sowas ist am Anfang auch immer bedürft einem gewissen Schutz. Erstens mal, Heilung braucht immer Zeit. Oder wenn was Neues heranwächst, das braucht Zeit, solche Prozesse, und da ist nie Eile geboten. So viel Zeit, wie es eben braucht. Und wenn es länger braucht, dann muss man sich die Zeit nehmen. Das bringt alles nichts sonst. Man muss sich mal die Zeit nehmen für die wichtigen Prozesse. Danach hat man einen viel größeren Gewinn davon. Manche Leute laufen auch einfach im Äußeren eben den Dingen nach und beschäftigen sich, die laufen eher vor sich selber davon. Und die fragen sich dann so, was macht der die ganze Zeit so, oder was macht, was weiß ich, der da, wenn er nicht arbeitet oder wenn er nicht dies und jenes macht. Die können sich gar nicht vorstellen, sich mal ruhig hinzusetzen. Die meisten Leute können sich nicht mal einen Wecker auf eine Minute stellen und in der einen Minute einfach nichts machen. Probieren an nichts zu denken. Da würden sie ja mit ihren Gedanken und Gefühlen konfrontiert werden. Und davor laufen viele, denke ich, noch davon. Und da liegt aber so viel Wertvolles drin, wo man sich für sich rausziehen kann. Und ja, viele Leute können gar nicht allein sein. Erst wenn du allein sein kannst, kannst du auch wirklich glücklich sein und auch andere Menschen glücklich machen. Sonst sucht man immer nach einer Abhängigkeit. Du gibst dich ja nicht mit den Leuten, weil du es gerade möchtest, sondern weil du es brauchst, bevor du gar nichts hast und bevor du mit dir selber konfrontiert wirst. Aber darum geht es jetzt gar nicht so, sondern innere Prozesse brauchen auch immer einen gewissen Schutz. Und wahrer Wandel kann eben nur von innen kommen. Bei einem Ei zum Beispiel, habe ich gestern einen Spruch gelesen, wenn ein Ei von außen zerstört wird, dann wird Leben getötet, dann bricht es zusammen. Wenn ein Ei von innen heraus aufbricht, dann entsteht Leben. Und so ist es auch, wie sich nur die Welt verändern kann. Der Dalai Lama hat gesagt, wahrer Wandel muss von innen kommen. Und er hat gesagt, von innen heraus, von jedem Einzelnen. Es mag vielleicht schwer sein, die Welt zu verändern, indem man das Bewusstsein von jedem Einzelnen verändert, aber es ist gleichzeitig der einzige Weg. Es gibt keinen anderen Weg, als dass sich jeder selber ändert. Und man sieht es zum Beispiel beim Ei, alles muss von innen nach außen her geschehen. Und
am Anfang bleibt es immer im Verborgenen. Man hat es zum Beispiel beim Samen. Unter der Erde keimt er, sieht man alles nicht. Irgendwann kommt der Spross raus. Und am Anfang ist das Leben immer noch recht verletzlich. Und wenn die Prozesse da gestört werden, ebenso wie in Heilungsphasen, Fasten oder was auch immer, dann kann das wieder abrupt abbrechen und komplett stoppen. Der Keim ist noch sehr verletzlich. Und sobald er dann mal mehr größer wird und Äste bekommt, dann wird er stabil, kann nachwachsen, schlägt Wurzel. Und genauso ist es mit dem Menschen, der wächst erst im Bauch heran, niemand sieht es zuerst. Irgendwann werden vielleicht erste Anzeichen, wird der Bauch ein bisschen dicker dann. Und dann kommt irgendwann ein Baby raus und es bedürft immer noch Schutz am Anfang. So läuft es in der Natur. Und wenn Wandlungsphasen, innere Prozesse, Heilungsprozesse im Gange sind, wenn man fastet oder ähnliches, sich der Körper reinigt, man die Gedanken klärt, dann braucht man immer diese Zeit. Und wenn man sich die Zeit in der Phase nicht nimmt, dann bricht es wieder abrupt ab. Und es ist so wichtig, sich die Zeit da zu nehmen. Wenn man gerade dabei ist, wenn man merkt, dass der Körper dies oder jenes anfängt zu heilen. Und dann nicht wieder davonlaufen und es wieder abbrechen. Dann kommt man wieder in eine Blockade rein. Und ja, so ist es eben in der Natur. Am Anfang muss es noch geschützt werden. Das Baby, der Samen unter der Erde, bis es rauskommt aus dem Verborgenen. Im Verborgenen passiert so viel. Du siehst gar nichts unter der Erde. Dabei brodelt es da seit Wochen und es wächst seit Wochen. Der Keim ist schon angesprossen, es schlägt schon ein bisschen Wurzeln und dann wächst es auch nach oben raus. Und das Baby genauso. Es bildet Arme, Beine, was alles passiert in 9 Monaten, wo du nichts siehst. Und bei Heilungsprozessen ist es genauso. Du siehst erst nichts nach außen. Die Veränderung wird dann erst nach außen getragen, wenn es sich gefestigt hat und gestärkt hat. Und in den Phasen ist es auch wichtig, sich zu schützen noch. Drum ist es auch keine Weltflucht, wenn man zum Beispiel beim Fasten sich zurückzieht oder noch eine Zeit lang nach dem Fasten oder ähnlichen Prozessen, wenn man gerade einfach in Heilungsprozessen auch geistig, psychologisch Blockaden gelöst hat, körperlich. Und wenn man dann direkt sich wieder in ein negatives Umfeld begibt, in eine Stadt oder was auch immer und sich irgendwelchen großen Einflüssen, Umwelteinflüssen aussetzt, dann schädigt es den ganzen Entwicklungsprozess am Anfang enorm. Es ist wie wenn ein Kind direkt auf einer Straße aufwächst, wo dauernd fünf Autos vorbeifahren, fünfspurige Straße meine ich. Und gerade am Anfang von der Entwicklung ist es so wichtig, dass noch ein sicheres Umfeld geschaffen wird, wo man ungestört ist und Ruhe hat. Jedes Tier zieht sich auch zum Fasten eben irgendwo zurück oder wenn es verwundet ist, braucht es eine Ruhe zur Heilung, zur Aufarbeitung, damit diese inneren Prozesse stattfinden. Und das macht die Natur jeden Winter, zieht sich zurück, lässt die Blätter fallen, die Energie zieht sich zurück in den Stamm, konzentriert sich aufs Wesentliche, aufs Gerüst und baut dann neu auf und kann wieder erblühen, immer und immer wieder. Und drum, ich halte es für so wichtig, nehmt euch die Zeit für euch selber, für die Heilung, auch wenn es keiner verstehen wird und fragen wird, hey, du bist gerade krank, warum machst du sowas? Warum fastest du? Warum machst du das? Warum ernährst du dich so? Du hattest doch nie irgendwie eine Krankheit. Du wirst merken, was es macht, wenn du es mal ausprobierst. Und es ist einfach genial, wie man in ein immer höheres Bewusstsein geht. Und am Anfang muss man sich da einen gewissen Grad schützen. Wenn sich das Ganze verfestigt hat, dann kann man auch mal wieder dichtere Gesellschaften, mitten in die Stadt und so reingehen. Aber am Anfang ist es immer besser, da möglichst draußen zu bleiben und sich ein bisschen vor zu viel Lärm, zu viel Umwelteinflüssen zu schützen. Und ja, das halte ich für so wichtig. Und deswegen habe ich auch in letzter Zeit ein paar Videos weniger gemacht.
Aber dafür hat sich so viel verändert, so viele Heilungsprozesse in Gang gesetzt und ja, hat mir auf jeden Fall so gut getan. Wenn ich jetzt wieder in Thailand eben bin, Weihnachten ist der ganze Stress bei mir rum, wo ich dann noch die Sachen fertig machen wollte, die ich machen wollte. Und dann geht es in eine schöne Ruhephase und ich habe keine Verpflichtungen und kann Früchte essen in Thailand den ganzen Tag. Freue ich mich schon drauf und da werde ich dann wieder mehr Videos machen. Und macht's gut, Leute. Ich hoffe, ihr nehmt euch die Zeit für euch selber. Jetzt gerade an Weihnachten. Die Natur macht's genauso. Die Nächte werden kürzer und alles konzentriert sich aufs Wesentliche. Auf die Struktur, aufs Skelett, auf die Äste bei den Bäumen und baut dann wieder auf im Frühjahr. Und ja, also dann, macht's gut. Ich werde noch ein paar Videos in nächster Zeit posten dieses Jahr, aber nicht mehr allzu viel eben. Und dann bis Thailand. Macht's gut. Ciao.